Bruno Kasten, Nationalspieler, gerade in La Manga in Spanien gewesen. Tom Penitz, Abwehrspieler, Nationalspieler, gerade in La Manga gewesen, heute auf der Platte. Ole Pohlmann, gerade in La Manga gewesen, heute mit dem VfL hier auf der Platte. Also drei Nationalspieler im Kader und alle drei mit einer Lübbecke gebracht. Der VfL hat richtig was vor. Also der VfL Wolfsburg. Und hat richtig Lust, hier was zu erreichen. Erster Ballgewinn für die Wolfsburger. Das ist der besagte Nationalspieler, den Ball toll querlegt. Also Ole Pohlmann bedient Leon Sommer. Und die treffen zum 1:0 für die Wolfsburger. Jetzt mal geworden, aber ganz schön Dynamik drin, da hat er richtig Meter abgenommen. Gute Laufrichter. Ne? Also die Osnabrücker, ich habe gesagt, der Tabellenführer allerdings in der Landesliga. Es ist eigentlich nicht das, was man in Osnabrück spielen möchte in der Liga. Es gab eine Problematik. Die U17 ist abgestiegen in die Regionalliga. So, und wir hatten die Thematik von schon einmal, es dürfen nicht zwei Mannschaften eines Vereins in einer Liga spielen. Und somit musste der VfL ebenfalls eine Stufe drunter. Problematik, die dahinter steckt, die Landesliga, ja, ist für so einen U16-Nachwuchs im Leistungsfußball dann auch einfach nicht der richtige Ort. Man sieht das, 34 Punkte in 13 Spielen, mit Tordifferenz nochmal in 13 Spielen von 62 zu 8 Toren. Also 62 Tore in 13 Spielen. Sagt eine Menge aus. 11 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. 9 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Das wird sich auch nicht erstmal ändern, denn die U17 in der Regionalliga ist Tabellen-Siebter, während hier der VfL erhöht. Tim Mertens. Die Wolfsburger zum 2:0. Übrigens Leon Sommer, der Torschütze zum 1:0 für die Wolfsburger. Moment, wir warten erst diesen Angriff ab. Also, Sommer, der Torschütze zum 1:0, ist der zweiterfolgreichste Schütze im Ligabetrieb für die Wolfsburger. Er mit 9 Toren auf Platz 6 in der Torjägerliste der Regionalliga. Also frühe 2:0-Führung, frühes Polster für die Niedersachsen. Auffällig hier Wolfsburg wieder mit zwei Spielern im Aufbau. Thank you.
Freistoß von Schiedsrichter Eigenschäfer vom Busboran. Langsam erarbeitet sich die Wolfsburger einen Status als Stammgast. Das ja, hat aber ein bisschen gedauert. Es ist erst die 8. Teilnahme bei der 18. Ausgabe. Also Wolfsburg lange Teilnahme hier beim Freeway Cup gewesen. Haben eine Finalteilnahme erreicht. Das Ganze im letzten Jahr. Die allerdings ging ziemlich daneben, denn Rasenballsport Leipzig fand das mal eben mit 6:1. Das war ein sehr deutliches Endspiel. Lage hier von Lennart Stahl, der hier einen guten dynamischen Eindruck macht. In diesem ersten Spiel, da ist er wieder, Stahl. Abschlussversuch. Also 8 Teilnahme Wolfsburg, die Osnabrücker da mit viel mehr Erfahrung. Das ist die 16. Teilnahme in der 18. Ausgabe. Der größte Erfolg. Vor 4 Jahren der Einzug ins Halbfinale. Richtige Entscheidung hier in der Freistoßpfiff. Wieder gegen Stahl, sicherlich der auffälligste Osnabrücker. Das war ein guter Schussversuch. Lino Kasten musste da zur Stelle sein und konnte bald zur Ecke klären. Eckball. Leon Sommer. Guckt den Ball. Guter Abschluss von Joshua Kinitz. Wieder Sommer. Das ist die gute Gelegenheit. Mit der Bank gespielt. Erst stehen gelassen. Jetzt muss noch der Abschluss erfolgen, ist der Tor, das war wunderbar gemacht. Ole Pohlmann zeigt, warum er Nationalspieler ist. Hat er mal alles stehen lassen, alles verladen und dann ganz entspannt eingeschoben. Schönes Tor. Das ist wieder Ole Pohlmann abgelegt auf den Kapitän Kinitz. Oh, das war, vorsichtig gesagt, nicht der cleverste Wechselzeitpunkt. Ballbesitz beim Gegner. Ball war frei, aber alles gut gegangen. Freistoßversuch, aber hast du auch? Das war eine Grätsche, genau. Freistoß für Osnabrück. Also wenn man sich den Lino Kasten mal anguckt vor der Wolfsburger, das ist schon beeindruckend. Das ist erstmal eine richtige Kante und der strahlt da was aus, ja. Da sieht man schon, dass da hohe Ambitionen sind. Der pusht die Jungs nach vorne, der gibt Kommandos, der ist körperlich präsent. Die Unterschiede sind schon da und da ist er wieder. Gut aufgepasst und nach vorne mitgegangen. Guter erster Eindruck hier
vom Torhüter der Augsburger. Bisschen weit nicht los, bleibt mal besitzt. Das ist zum Leben. Berg abgelegt. Also, sie haben das hier im Griff. Sie sind das schon überlegene Mannschaft. Und jetzt ziehen wir den Ball über das Tor. Jano Enger zielt etwas zu hoch. Also mit Wolfsburg in der Besetzung ist zu rechnen. Das muss Freistoß geben für Osnabrück. Das ist das 4:0. Wolfsburg, wieder Leon Sommer mit dem Treffer für die Wölfe. Jetzt mal freigespielt, 3 gegen 2. Aber dann stellen sie sich auch schon nicht gut auf. Mal den Zentrumspieler freimachen, zwei Außen bilden, dass der Spieler in der Mitte immer eine Anspielstation hat. Da ist der Mitspieler einfach in der Mitte stehen geblieben. Also von Osnabrück jetzt eine Glanzleistung, wieder klasse umgeschaltet, gut gespielt und ganz überlegt. Getroffen, Leon Sommer, der dreht hier richtig auf. Jetzt scheinbar seine Torzahl knacken, die er raus bereits erzielt hat. Und er hat schon 9 Butzen versenkt. Also 5:0, das sieht eine ganz deutliche Geschichte aus. Und es sind noch 3,5 Minuten hier auf der Uhr. Wir haben gesagt, Wolfsburg mit einer hohen Anzahl an Nationalspielern da. Wir können mal einen kleinen Ausflug wagen. Wie ist denn überhaupt der Kader der U16 DFB-Auswahl so verteilt, was Vereine angeht? Das ist ein ganz interessanter Einblick. Den größten Block an Spielern stellen wir jetzt im Januar Rasenball Leipzig mit 4 Spielern und dann kommen auf Platz 2 Stuttgart, Mainz und eben der VfL Wolfsburg jeweils mit 3 Spielern. SV Werder Bremen mit 2 Spielern vertreten, Dortmund, Köln und Bayern jeweils mit einem. Wurde nominiert vom U16-Trainer Michael Puß, 48 Jahre alt. Also Leipzig, Stuttgart, Wolfsburg, die üblichen Verdächtigen. Und das ist das 6:0. Jano Engler war das. Das ist eine hoch souveräne Angelegenheit, was der VfL Wolfsburg hier macht. Wo wir schon mal Nationalspielern sind, auch das war ja wieder schön zu sehen. Die U21 mit der Silbermedaille in Rio bei Olympia. Und ja, auch 5 Spieler, 5 Helden von Rio hier in Lübeck schon auf der Platte gewesen. Und das sind Namen, die sind auf jeden Fall bekannt. Timo Horn mit Köln da gewesen, heute Stammtorwart beim 1. FC Köln. Davy Selke, mittlerweile ja in Leipzig, war mit der TSG Hoffenheim hier in Lübeck. Serge Gnabry war mit dem VfB Stuttgart da. Max Meyer mit Schalke. Jeremy Toljan mit Hoffenheim. Stuttgart, jetzt in Hoffenheim aktiv. So muss es sein. Hat ja unter Julian Nagelsmann den Durchbruch geschafft. Also
Weltmeister waren hier, Vize-Olympiasieger. Es ist die Zukunft, die hier in Lübbecke auf der Platte steht. Wir gehen in die letzte Spielminute beim Stand von 6:0 für den VfL Wolfsburg. Es geht noch um die Höhe und um nichts anderes mehr. Freistoßposition, die ist jetzt auch geklärt. Dann kann es weitergehen. Elisabeth, nochmal Abschlussversuch, kein Problem für Lino Kasten. Ich habe mal versucht, zwar die Regler, aber nicht so notwendig. Wolfsburg mit dem Angriffsversuch, vielleicht hier zumindest mit einer positiven Aktion das Spiel zu beenden, um sich für die zweite Aufgabe etwas besser aufzustellen gegen den ersten FC Nürnberg. Und das ist der nächste Treffer. Abdul Sidney Balejalo mit dem 7:0 und damit dem mit Abstand deutlichsten Ergebnis bisher im Turnierverlauf. Also Wolfsburg mit einem ganz, ganz stark Ausrufungszeichen, gehen es recht im Turnier. Wir freuen uns drauf und gehen gleich mit dem nächsten Spiel in diese Gruppe. Die es werden bestreiten. Mainz 05 und der erste FC Nürnberg. Bis gleich. Auch noch aus Schmale 7:0 gewinnt sie gegen den Vorteil. Er wurde präsentiert von Harting.